Oh ja. Das geht ab. Achso, jetzt seid ihr schon da. Ja, auf jeden Fall heiße ich euch hier herzlich willkommen zu einem kleinen, einmaligen LP-Video von mir auf unserem Hauptkanal. Es handelt sich dabei um das Spiel Pingu Slide, welches von Murdo himself erstellt wurde. Und es handelt sich dabei wohl um eine Art Highschool-Spiel. Das Spiel gab es übrigens in unserem Adventskalender. Das war quasi das letzte Türchen. Ja, und ich schlage vor, bevor wir uns ins Verderben stürzen, würde ich erstmal gerne lesen, was ich überhaupt machen muss. Willkommen bei Pingu Slide. Ihr seid Pingu, welcher auf seinem wohltrainierten Flüschbäuchlein über den Schnee gleitet. Dabei müsst ihr nahe den Hindernissen ausweichen und Kritzelfische verspeisen. Ihr könnt euch nur nach oben und nach unten bewegen. Jedes Gewicht, das gibt euch einen Punkt. Der Kritzelfische geben euch Bonuspunkte. Rote Kritzelfische geben euch sogar ein weiteres Herz. Kollidiert ihr mit dem Herz, verliert ein Herz, habt ihr Herz verloren, dann RIP, ne? Halt, ja, habe ich gerade noch so irgendwie gelesen, aber ja, war für meinen Geschmack ein kleiner Tick zu schnell, der Rolltext. Bin jetzt eigentlich generell nicht so der Freund von Rolltexten, aber okay. Gut, Kritzelfische kommen schon mal vor, das kann ja dann nur gut werden, ne? gut. Ja gut, wir könnten natürlich uns noch die Highscore-Liste ansehen. Achso, und eine Sache noch vorweg. Wundert euch nicht, dass die Soundeffekte auf meinem Aufnahmeprogramm nicht zu hören sind. Ich habe selber keine Ahnung, warum das so ist. Zumindest die Musik nimmt er ja auf, ne? Aber warum er die Soundeffekte nicht aufnimmt, das weiß ich leider nicht. Aber gut, soll jetzt auch nicht allzu störend sein, hoffe ich. Klar, ein bisschen schade ist das natürlich schon, aber naja. Ich sag mal, wenn ihr selber spielt, dann werdet ihr die wahrscheinlich schon hören. Ich selber höre die Soundeffekte zwar auch, aber mein Aufnahmeprogramm kann die Soundeffekte komischerweise irgendwie nicht erkennen oder so, was ich ein bisschen seltsam finde, aber okay. Aber okay, schauen wir uns erstmal die Highscore-Liste an. So, Rang, Name, Points. Modo natürlich 4629. Mhm. JR 3500, ja. Pingu Master, dann haben wir noch den Murdo, Pingu, schon wieder JR, Pingu, Cosmo, Bundelkramer, JR, Modo, JR, Bundelkramer, Mr. Fu, Modo, Jitsu, Bundelkramer. Okay, also die ersten 20 werden angezeigt. Naja, okay. Also das meiste war irgendwas mit 4000 und das andere mit 700. Naja, mal gucken, wie viel wir bei unserem ersten Versuch schaffen. Ja, okay. Man muss also wahrscheinlich hier, ja, einfach ausweichen. Und zwischendurch ein paar Kristallfische futtern, ne? Ich frage mich aber gerade. Also ich sehe gerade, wir haben drei Herzen. Ich frage mich, ob hier zum Beispiel diese Stachelkugeln mehr Herzen abziehen, als hier zum Beispiel die Felsen oder die Schneekugeln, ob die einfach alle gleich viel abziehen. 2 würde mich natürlich schon interessieren, aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach nur, damit es nicht immer so gleich aussieht, quasi nur, ja, um da ein bisschen Abwechslung in die Optik reinzubringen, aber wahrscheinlich, wenn die so oder so gleich viel abziehen. Egal, von welchem der Kugeln wir getroffen werden. Au, Mann! Das hat wehgetan. War schon mal nicht so schön. Au, Mann! Mann, das kann ja jetzt schon nichts werden. Wir haben ja jetzt schon nur noch ein Herz. Das kann so nichts werden. Oh, das könnte unsere Chance sein. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Jetzt haben wir doch wieder zwei. Ich kann mir auch gut vorstellen, also ich glaube, im Zweifelsfall werde ich dann wahrscheinlich, wenn es nicht anders geht, sogar eher lieber auf den Fisch verzichten, als mich treffen zu lassen. Weil ich, oh Gott. Ich dachte jetzt schon, wie viel davon getroffen ist. Da bin ich nämlich so nah noch aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen auch den Sieg kosten könnte, ne? Weil, naja, da wäre dann die Gier zu groß. Und wer zu viel will, der wird dann meistens bestraft. Aber auf die weißen Kugeln, da muss ich auch passen, die sehe ich meistens erst irgendwie ein bisschen spät. Wow, oh Gott, da wäre es jetzt fast zu weit gewesen. Okay,
Also, ich denke mal, die Runde ist zwar noch nicht vorbei, aber ich denke, für den ersten Versuch ist das schon gar nicht mal so schlecht. Eigentlich sogar ziemlich gut, würde ich schon fast behaupten. Auch wenn ich noch nicht mal an Platz 20 oder so angekommen bin, bisher, aber trotzdem, ne? Ich denke, das braucht noch viel Übung und so. Oh Mann, das gibt's noch nicht. Toll, jetzt habe ich wieder. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast 677 Punkte. Das ist ja lächerlich. Nee, die Punkte will ich nicht eintragen. Dafür schäme ich mich für den Betrag. Komm, nochmal. Gut. Das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Es ist eigentlich relativ simpel, Kugel ausweichen, ne? Ja, und dann passiert wieder sowas. So, aber ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das schneller wird mit der Zeit, beziehungsweise ob da mehr Kugeln kommen und ob das quasi relativ gleich bleibt, ob das relativ random ist. Nee, aber technische Umsetzung auf jeden Fall richtig gut, ne? Kann man auf jeden Fall sagen, es läuft flüssig. Ja, und es hat auch diesen gewissen Suchtfaktorpotenzial, ne? Dieses gewisse. Was ja Highschool-Spiele des Öfteren so an sich haben. Nicht alles, also nicht alle, aber doch schon einige. Das hier gehört definitiv auch dazu. Sind Spiele, die das Suchtfaktorpotenzial bieten. Ja, und dann hat man sogar noch diese Highscore-Liste, wo man seine Ergebnisse noch mit anderen vergleichen kann. Sowas finde ich ja auch immer sehr geil, ne? Warum nicht? Warum nicht? Oh nein. Es war zu spät. Boah. Ne, okay, auf den Fisch muss ich jetzt verzichten. Das Risiko war mir jetzt einfach so groß. Naja, hat sich sowieso erledigt. Oh Gott, ich werde immer schlechter. Irgendwie. Naja, das muss ja nicht so bleiben. Einfach schön konzentriert bleiben, so gut es geht. Aber im Notfall muss man auch mal wahrscheinlich auf den ein oder anderen Kritzelfisch verzichten, wenn da einfach zu viele Kugeln gerade auf einen zukommen oder so. Aber es ist ein schönes, ja gut, das ist ja jetzt kein wirkliches Weihnachtsspiel, aber ein schönes, ja, winterliches Spiel, ne? Was man immer schön im Winter spielen kann. Quasi so ähnlich wie die Schneefabrik im Prinzip. Also das Prinzip ist, meine ich, natürlich ganz anders, aber ich meine, es ist halt auch ein Highscore-Spiel mit Suchtfaktorpotenzial, ne? Boah, nee. Da verzichte ich da lieber auf den Fisch. Das war mir zu riskant. Oh mein, jetzt gleich zweimal getroffen. Oh, aber doch nur ein Herz verloren. Na toll. Aber da ist ein Herz. Komm, jawoll. Jawoll. Genau so muss es laufen. Okay, ein bisschen besser könnte es natürlich immer laufen, aber ja. Es ist nun mal, wie es ist. Jawohl, oh, okay, das war knapp. Nee, aber ich mag generell auch solche Ausweichspiele. Und ich finde es auch gut, dass es da dann noch hin und wieder so ein paar Fische zum Einsammeln gibt, ne? Zum einen welche, die Herzen geben.
zum einen, wenn ich ja die Bonuspunkte geben, das macht das Ganze dann nochmal ein bisschen abwechslungsreicher. Okay, das war. Nein! Mann, Mann, boah. Nee, ja, genau. Jetzt nimmst du sie alle mit. Gut, besser als vorher, aber ich glaube schlechter als beim ersten Mal. Gut, dann mache ich das jetzt so, dass ich quasi gar nicht rede. Ne? Bedeutet. Ich werde mich jetzt voll und ganz konzentrieren und dann sollte es auch ein hoffentlich einigermaßen akzeptables Ergebnis geben, nicht wahr? Naja, schauen wir mal. Ja, toll. Moment mal, ich habe trotzdem drei Herzen? Das ist ja sehr komisch. Ich wurde vom Felsen getroffen und habe immer noch alle drei Herzen. Ich meine, gut, habe ich jetzt nichts gegen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich vermute mal nein. Ah, schade. Ja, jawohl, jawohl. Ja, genau so muss das. Oh ja, Junge. So macht das ein echter Bärenpro. Oh ja, jetzt haben wir sogar ein zusätzliches Herz 4, das ist natürlich sehr geil. Ich frage mich, ob es auch ein Maximum gibt an Herzen, die man einsammeln kann. Ja, auf den habe ich dann jetzt vorsichtshalber verzichtet. Man muss ja nicht jedes Risiko eingehen. Na, oh nee. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr und die Abstände werden immer kürzer. Nee, komm. Boah, das, wie frech ist das denn? Boah, nee. Boah. Wow. Okay, aber jetzt schon auf jeden Fall mein persönlicher Highscore, glaube ich. Wie weit ich nur mit einem Herz so komme. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist, also manchmal ist das wirklich um Haaresbreite. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott, Hilfe. Ist das der von Kitzel hier gerade? Ja, nee, ist das, boah, ist das ekelhaft, unbefriedigend. 999. Ernsthaft? Also den Punkt hätte ich mir noch schenken können. Nee, und jetzt kann ich, jetzt muss ich immer noch behaupten, dass ich im dreistelligen Bereich war und ich, boah, nee, ist das deprimierend und boah, demütigend. Ja, egal, komm. Punkte eintragen.
So. B. Oh, Moment mal, ich kann doch bestimmt die Maus benutzen, oder? Ah, nee, kann ich doch nicht. Bären. Wo ist das Ruder? Jawohl, passt genau, sehr schön. So, jetzt will ich mal nur die Highschool-Liste angucken. So ein bisschen schneller. So, da. Oh, ist das unbefriedigend, einfach mit der 999. Ey, das gibt's so einfach nicht. Das ist so eine ekelhaft ungerade Zahl einfach. Aber hey, ich bin mittlerweile schon auf Platz 15. Das ist doch schon mal sehr geil. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht für mich, ne? Von daher werden wir natürlich nochmal einen Spielstand, ist ja ganz klar. Boah, ne, jetzt geht das schon wieder so los. Aber manchmal habe ich das Gefühl, da wo ich getroffen hätte werden müssen, wurde ich nicht getroffen. Und da wo ich eigentlich hätte locker vorbeikommen können, da werde ich ja komischerweise doch getroffen. Manchmal habe ich so zumindest das Gefühl. Aber nun gut. Oh, ich hätte doch schon im vierstelligen Bereich sein können. Oh ne, ist das einfach. Ne, das gibt's einfach nicht, ne? So eine ekelhafte Zahl. Ich habe manchmal schon wie auf Messers Schneide hier. Nee, aber es hat definitiv Suchtfaktorpotenzial. Ich kann auch nicht aufhören, gerade, merke ich. Aber da haben wir die Chance auf ein neues Herzchen. Jawohl, ja. Und dann sind wir wieder voll im Spiel. Nee, aber so an sich klappt da definitiv schon mal so. Also, wenn alles ganz flüssig. So viel ist mal sicher. Und manchmal sind meine Finger auch ein bisschen zu nervös, merke ich. Und dann weiche ich an Stellen aus, wo es eigentlich gar nicht nötig wäre und knall eben dann genau in den Felsen rein. Ich hoffe auch, dass ich jetzt nicht schneeblind werde oder so, wenn ich jetzt zu lange hier auf den Bildschirm gucke. Was mache ich denn? Oh, toll. Hat ja die Steuerung nicht funktioniert. Jo. Anscheinend bin ich gerade irgendwie aus dem Programm rausgeflogen, deswegen hat die Steuerung auch nicht so reagiert. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen suboptimal, ne? Aber gut. So ärgerlich es ist, wir geben natürlich trotzdem nicht auf. So, am Anfang, da geht es ja auf jeden Fall noch. Ich frage mich auch gerade, ob die Kugeln quasi immer dieselbe Reihenfolge haben. Also, dass es quasi immer dasselbe Muster ist von den Kugeln, wie sie da rollen. Oder ob das tatsächlich dann random ist, wie die Kugeln da rollen und wann die Fische auftauchen und so weiter. So, ich denke mal. Ja, gut, schauen wir mal, wie viele Versuche ich noch mache. Aber allzu viele werde ich jetzt nicht machen. Ich will ja, dass das Video jetzt nicht zu, aber zu lang wird. Höchstens eventuell zeige ich dann eventuell noch hier und da einen kleinen Highscore. Aber ja, ich denke, das ist dann so oder so die letzte Runde, die ich hier aktiv dann zeige. In dem Video von mir. Ansonsten, wie gesagt, höchstens zeige ich dann noch hier und da einen kleineren Rekord von mir und das war's dann aber eigentlich auch schon. Könnt ihr natürlich sehr gerne selbst ausprobieren.
Ich werde wahrscheinlich sowieso nach dem LP auch nochmal für mich so ein bisschen spielen, weil das macht schon Spaß. Sollte natürlich aber auch nicht zu lange. Damit verbringe ich. Hab hier noch ein kleines bisschen was zu tun heute. Aber wie gesagt, dann, aber ist natürlich immer interessanter, die Highscore, ja, Werte von den anderen Spielern zu sehen. Und selbstverständlich werde ich natürlich versuchen, auch hier der Spitzenreiter zu werden, so wie bei Dragon Unleashed zum Beispiel. Da bin ich ja, da habe ich ja sogar einen höheren Highscore als der Entwickler selbst, ne? Und das versuche ich natürlich hier auch. Das ist mein Ziel. Und das muss man bitte erstmal gepflegt einer nachmachen dann. Das ist mein großer Traum in diesem Spiel. Ja, komm, auf den verzichte ich dann eben halt mal ausnahmsweise. Oh, Gott. Nein! Oh, es war so knapp. So, ich habe noch mal ein paar Rennen gewagt und ja, ich habe es geschafft, zweimal über 1000 zu kommen. Kann ich euch mal die Liste zeigen. So, auf Platz 13 aktuell, meine höchsten Zahlen, ne, 1178, davor noch mal mit den 8 Orks quasi, mit 1088, ja, und dann ist da noch ein dritter Wert hier mit meinen ekelhaften 999. Jo, ich denke, das sind schon recht stabile Ergebnisse, ne? Ich werde sicherlich bestimmt noch mal irgendwann privat für mich versuchen. Aber ja, für dieses LP lasse ich das dann auf erstmal so gut sein. Ich muss aber gestehen, wenn ich das so länger spiele, dann wird mir ein klein wenig schlecht und schwindelig dabei. Wahrscheinlich, weil das irgendwie so ein bisschen zu schnell läuft für meine Augen. Die kommen nicht immer ganz mit. Oder das Hirn kommt nicht immer ganz mit. Und vielleicht ist es auch irgendwie, weil es so viel weiß ist und so. Und das strengt die Augen zu sehr an bei mir. Keine Ahnung, vielleicht habe nur ich das Problem. Naja. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall ein sehr schönes, spaßiges Game. Da waren hier und da so ein paar Sachen, ja, so ein paar Ungereimtheiten, meine ich zumindest. Zum Beispiel, wenn ich mal getroffen wurde, dann hatte ich da irgendwie komischerweise immer noch ein Herz, beziehungsweise es wurde nicht abgezogen. Das war zwar relativ selten, aber ne, ist, glaube ich, mal hin und wieder passiert bei mir. Ja, und ansonsten lief es aber, glaube ich, relativ flüssig soweit. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und naja. Es hat halt dieses typische Suchtfaktorpotenzial, ne? Na gut, das war's auch dann auf jeden Fall von meiner Seite aus mit dem Spiel erstmal. Ja, probiert's gerne selber aus. Sehr empfehlenswert, so als kleines Spiel für zwischendurch. Gerade im Winter. Und ja, von mir gibt's auf jeden Fall für das Spiel beide Daumen nach oben. Und dann würde ich auch hier, wie immer, sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Bernd, Bruder.